Hallo liebe Koi- und Gartenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Chris Koi und Gartenblog. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich meinen Pool flicke. Hier könnt ihr den Pool sehen. Diesen habe ich zum Überwintern meiner Koi verwendet und leider hat er jetzt ein Leck. Ich habe mir dabei schon länger folgendes Vorgehen überlegt. Ihr braucht quasi einen Teichkleber und ganz normales Panzertape und damit könnt ihr das sehr gut flicken. Ihr bringt dazu zuerst einen großen Klecks Kleber auf die Fläche auf. Dann reißt ihr ein Stück von dem Panzertape ab. Verschmiert die Masse über der Schadstelle. Und dann klebt ihr das Panzertape drüber. Und verschmiert den Teichkleber. Solltet ihr zu wenig Teichkleber erwischt haben, wie ich hier jetzt, könnt ihr den Kleber auch direkt auf das Panzertape geben. Etwas verteilen. Und dann wie ein Pflaster einfach auf die Schadstelle aufdrücken. Wenn ihr seht, dass der Kleber seitlich herauskommt, sollte es eigentlich dicht sein. So sieht das Ganze dann aus. Das war's schon mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.